Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobbelt und unser Thema: neue Nachrichten aus der Rubera-Züchtung. Sie sehen hier ein typisches Auto eines Apfel- und Obst- und Beerenzüchters, und das sieht dann drin ungefähr so aus: Etiketten, Äpfel in Säcken, Messer, Schere, Kameras und hier einige neue Selektionen von rotfleischigen Red-Love-Äpfeln. Links und in der Mitte zwei neue ganz rote Selektionen, die vielleicht noch nicht ganz Tafelapfelqualität haben, aber sehr interessant für die Züchtung sind. Es hat sich dieses Jahr bei der Selektion gezeigt, dass es uns gelungen ist, auch ganz rote Äpfel zu züchten, und das mit ansprechender Qualität und auch Baumresistenzen gegen Scharf und Mehltau. Meine persönliche Meinung ist, dass Äpfel mit einem bestimmten Muster attraktiver sind als die ganz roten. Die ganz roten schrecken auch ein bisschen ab. Trotzdem ist es züchterisch natürlich interessant, jetzt auch ganz rote Äpfel züchten zu können. Rechts eine neue Tafelapfelselektion, auch mit sehr viel Rot drin, aber doch noch dem deutlichen Sternmuster, das wir von den typischen Red Loves kennen. Das waren ein paar Nachrichten aus der aktuellen Red Love Apfelzüchtung bei Rubera. Wie immer, diskutieren Sie mit, was ist Ihre Meinung? Gefallen Ihnen besser die ganz roten Äpfel oder die Äpfel mit einem Muster, wenn man es quer aufschneidet mit einem Sternmuster, wenn man es längs aufschneidet mit einem Herzmuster? Schreiben Sie Ihre Kommentare unten unter das Video rein, diskutieren Sie mit, glauben Sie nicht alles, was ich Ihnen erzähle, und gärtnern Sie weiter.